Damit hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Snake Gold und Storm Silver Soul Link Nuzlocke Challenge mit Honey. Hallöchen. Ja, letzte Folge gestern haben wir Wally besiegt mit seinen Psycho-Dudes. Wir haben jetzt gerade überlegt, was wir machen gegen die nächsten. Und das Interessante ist, dass hier lustig ist, was wir gerade gesehen haben, hier ist ein Kadabra. Und wir gehen jetzt in Raum 2 auf jeden Fall, ne, weil das dann der nächste ist. Weil der nächste ist dann... Man kann sich aussuchen? Mhm. Ja. Voll interesting. Was ich aber auch sagen muss, Hanya, geh in Raum 2 bitte, danke. in Raum 2? Ja. Hanya, gerade nochmal, weil letzte Folge war ja das Thema mit dem EVs und so bei Lucario. Haben wir geändert, das Problem. Ja, und Nummer 2 ist Koga, der Gift-Trainer. Möchte ich das? Wollt ihr mich doch vielleicht aufhören? Ich bin Koga von Elite 4, ich bin wie ein Ninja und ich werde dir mit meinen Giftattacken ins Herz spritzen. Ja, komm, nicht lang schnacken. Ich will nicht das gespritzt bekommen, danke. Okay. Koga erscheint auch wie ein Ninja. Ja, wir haben jetzt unterschiedliche Strategien in diesem Kampf. Oder, okay. Sleep Powder hat er gemacht? Ja. Oder hat er versucht zu machen, sagen wir es mal so. Nee, aber du bist ja protected. Ja, das einzige Problem wäre gewesen, dass Chikinese gemacht hätte jetzt. Und also der überlebt hätte natürlich. Moment, was kommt da rein? Tentacool, das war klar. Das war doch klar. Und ich bin jetzt gesleep powdered auf jeden Fall. Geil. Richtig schön. Deine Pokémon sind gestern schon in der Folge im Schlafen gewesen. Heute auch schon wieder am Schlafen. Die haben wohl irgendwie keine Lust. Die haben keine Lust zu arbeiten für ihr Geld hier. Mann, 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 Mann. Ja, aber ich geh auf Rotom. Rotom, my way to all. Ich bin auf plus 6, also ganz ehrlich. Alter, kannst du bitte mal angreifen? Ich schlafe die ganze Zeit. Ein Crit sollte mich töten sogar, ne? In diesem Punkt jetzt. Nee, nicht. Endlich aufgewacht, let's go. Was hat der eben gemacht gegen dich? Godstand. Ach du Scheiße, wie viel denn? Oh mein Gott. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, Swordstance. Okay. Sei froh, dass er dich nicht gekillt hat gerade. Easy. Muck. Was mache ich gegen Muck? Auf jeden Fall rausgehen. Ja. Das Ding ist, ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin nervös. Was hast du vergessen? Wir hatten eben gerade Folge gesprochen gehabt, was wir machen. Ja, so ein bisschen. Aber auch so viel. Alter, ich bin ja schon riskant gerade. Also, to be honest, Corbett hätte safe Heatwave gekonnt und das Reason gerade bestimmt safe Fire Blast. Also, gut, dass wir gekillt haben einfach. Was könnte Mack jetzt auf Foto machen? Gangshot. Oder Poison Jab. Also Giftattack auf jeden Fall. Dann gehe ich auf. Könnte auch eine Kampf, also Türsch könnte auch einen Fokus Blast oder so, aber der.
Ist halt die Frage, ne? Also, eigentlich wäre relativ sicher, glaube ich, Lucario, aber wenn du einen Kampfattack gemacht hast, wäre es halt problematisch, ne? Ich glaube, ich würde auf Gyarados gehen. Auf Gyarados sagst du. Okay. Ja, da krieg ich mir nur seinen Angriff. Ich vertraue you and the heart of cards. Puh, dankeschön. Ja, minus 1 Angriff, das ist wichtig. Jetzt mal gucken, wie viel, was er macht. Der kann safe, keine Elektroattacke. Gangshot, okay. 120er Step. Also, mhm. Ja. Und sie geht der Poison. Ja, okay, du musst jetzt healen. Yes. Mein erstes Heil-Item in dem Kampf? Ja, ich bin gerade mit Sherox drin und ich watch einfach jedes Pokémon, was da gerade kommt. Ist gerade gar nicht so, ist gerade nicht so schlimm. Jetzt die Dancen. Ey, ja, bei mir nur die Doxer, die anderen habe ich alle gewatcht und einfach. Bin ich auf 2 dann gleich? Ja, ne? Ne, du bist auf plus 1 jetzt. Angriff und plus 1 Speed. Ganz schön gerne nehmen, sehr schön. Nochmal die Dance. Was war, welche Attacke war denn dieses zum Hochpushen, was gleich plus 2 macht? Plus 2 Angriff ist Schwertanz. Achso. Jetzt trifft er mit Gangshot. Bin ich nicht. Kusch dich. Schon wieder die Poison, Alter! Das kann doch nicht sein. Poison die Attacke immer? Weiß ich nicht. Warte mal. Ich google gerade schon. Ja. Milter, war Poison das immer? 30% Chance, Alter. Ja, du musst Gyarados heilen jetzt. Also 30% Chance, ne? Und der. Ja, du musst jetzt Erdbeben wegmachen, jetzt ohne auf jeden Fall. Ja, seine macht das für Damage. Was trifft er denn? Schon wieder, Alter, was ist los mit dem? Vor allem, es hat eine 80er genau, oder 70er oder 80er genau, ich glaube. Moment jetzt, Fuck you, Alter! Ja, willst du das dritte Item für Gyarados nutzen jetzt? Auf wie viel plus du? Plus 2 oder auf plus 4? Auf plus 2. Plus 2. Boah, scheiße. 30%! Was mache ich, Schocki? Geh mal auf Pokémon. Hä? Geh mal auf Pokémon. Gut. Das Problem ist, der hat einen Sub jetzt draußen. Das heißt, selbst wenn ich sage, du gehst auf Lucario, den Gangshot würdest du immunisieren, Psychokinesen wird er nicht killen, der wird dann eine Kampfattacke machen oder was. Dann ist Lucario, du bist auch dumm. Dieser Floor? Ja, über dich habe ich es auch gerade nur gegeben. Dieser Floor kannst du auch nicht viel gegen ihn tun, das ist das Problem, ne? Wie viel Def hat Pinsir? Ja, Spätzle ist er nicht. Ja, Spätzle hat er nicht viel, aber Def hat er relativ viel, ja, 127. Wie viel Def hat Gyarados? Guck mal, 105. Das heißt, er würde weniger Schaden bekommen, also Pinsir würde weniger Schaden bekommen als Gyarados. Was hast du für Moves? Hast du ja das Sword Stance drauf. Aber du hast aber auch nur Käfer, das ist keine Bruder, kein Erdbeben oder sowas. Bitte. Er hat zwei Möglichkeiten. Eine zu sagen, okay, du healst das Gyarados nochmal. Das ist das Item und hoffst jetzt, dass der dann nicht nochmal vergiftet. Wie viel Zeit wählst du aus? Warum ich? Weil du einen besseren Plan hast. Warte, ich geh mal kurz mein letztes Pokémon. Ist doch ein Scheiß. Der killt nicht! Ach, egal. Der killt nicht.
Ja, ach, der, Dings hier. Bullet Punch von Scizor hat nicht gekillt. Der Toxite hat Sport eins gemacht, aber ist egal. Zweiter kill ich den. Einzige, wo es überlebt, ist der Doxer. Ja, dann. Heal Garados. Also. Was? Heal Garados. Okay. Oder. So. Oh, fuck. Ja. Ja oder nein? Ja. Du bist auf plus 2, du killst dich einfach alle. Wenn das, egal, was da gleich kommt. Das scheiß Mack, Alter. Der trifft schon wieder! Was ist denn los mit dem Boy? Keine Vergiftung. Oh mein Gott! So, jetzt 20. Ja, ich geh mal auf. Fuck. Okay, ja, Erdbeben, ne? Der Sub ist dadurch weg. Der nächste Gunshot darf jetzt auch nicht vergiften, ne? Der macht Rockslash! Ey, ich hab mir auf plus 2 von Garados. Wenn das nicht geht, dann fress ich einen Besen. Soll ich schon mal einen holen? Ey, das ist ein Garados. Das geht so langsam runter, ne? Das ist so belastend. So, welche Pokémon hast du besiegt? Du hast Umut und Garados. Und Slimer besiegt, ne? Tentacool. Atentoxa auch, okay, cool. Hatte ich, glaube ich, auch. Ja, 3 Stück habe ich. Ja, Weezing. Da kann ich kein Erdbeben machen. Nein, und der kann safe eine Elektroattacke. Elektrofeuer. Ja, geh mal auf Pokémon. Okay, du hast dafür keine Highlands. Das ist wichtig, gerade im Kopf zu haben. Außer der Gegner nutzt noch eins. Ja. Das, Alter. Wie schnell ist Pinsir? Wie schnell? Ist ja schneller als. Also, du hast ja ein bisschen EVs. Ja, ist schneller als Weezing. Ja, dann geh auf. Ja, geh auf Pinsir. Bist du dir sicher? Aber ich würde nicht, ob du den One schon würdest mit einem. Ich glaube, ey. Nein, er geh auf Pinsir. Donner, tendenziell. Der trifft halt auch schon wieder, ne? So, jetzt kommt Fireblast. Jetzt subst. Ne. Doch, jetzt subst du. Ich hab keinen Sub. Dann protectest du. Ne, punktier das. Ja, KP nur. Aber wir nehmen mal bitte die KP. Wenn wir später mal reinsetzen müssen. Feuerblast. Ja, okay. Das war wichtig zu wissen jetzt. Okay. Wie viel Spezies hat dein Logok? Ja. Nicht sehr virtuos von 97 KP. Du solltest eigentlich. Also, du solltest einen Donner überleben, relativ sicher. So, Feuerblast überleben. Vielleicht also würde der vielleicht besser speziell angreifen. Auf den Feuerblast könnte es jetzt. Lobok gehen. Also auf Logok. Ja, schlaust du, ne? Also könntest auch Rot, aber dann noch 60 KP, ne? Keine alte mehr. Mhm, das ist das Problem gerade. Ja, geh mal auf Logok. Den Fireblast wird das safe leben.
dass er auch schon wieder trifft, ne? Und alle 70er, auch die Gangshot eben, wie oft er getroffen hat, wie oft er vergiftet hat. Das sind 70er. Das hat nur 30, glaube ich, Schaden gemacht. Ja, noch nicht ganz. Ja, 30. Da würde ja trotzdem auch der Donner nur 60 Kapischalen machen. Ja, nicht diese Diabetes ja. Das heißt, da kriegst du 60 Kapischalen von dem Donner. Dann. Mach mal einen Sub. Oh mein Gott. Free. Die Runde ist so free gerade. Cool. Und jetzt. Ja, Step Fire Punch, ne? Ist egal, was du machst, selbst wenn der Sub jetzt bricht. Aber wenn der Sub jetzt bricht, dann wissen wir, dass er auf jeden Fall mehr als 40 KP Schaden macht. Aber du killst ihn jetzt. Ja, geil. Burning. Okay. Toxic! Oh mein Gott, ja. Fire Punch und kill das scheiß Weezing, Alter. Ja, scheiß auf Protect. Du könntest. Also du hast, ich wollte gerade sagen, du könntest auch SD machen, aber du hast kein SD, sehe ich gerade. Nee, nee. Nee, nee, deswegen passt schon Fire Punch, ja. Und du hast ja ein Heil-Item, der gerade eins benutzt. Stimmt. Das war aber wenig Damage gerade. Aber egal, du killst ihn ja trotzdem. Auf jeden Fall killst du den jetzt. Also. Nochmal, ey, okay, der spielt gerade. Oh mein Gott, stimmt, der gerade spielt. Ey, ganz ehrlich, wir hatten eben so einen Unluck mit dem Mag, ne? Also, jetzt mal Wheel Talk. Dreimal oder so haben wir die Acid Poison gefressen? Ne, dreimal, ne? Ja, dreimal Wheel. Alter. Geh jetzt doch nicht auf Seite, sag mit dem scheiß Protect. Aber auch eine Kack-Taktik, ne? Protect Toxic. Vor allem zweimal ist der Protect gerade durchgegangen, ne? Krass, ja. Ja, aber guck mal, Protect Toxic, Thunder und. Ja, jetzt noch ein Crit, ja klar. Okay. Ja, der ist egal. Und Feuersturm, ne? Ah. So, jetzt kommt. Ja, noch zwei Pokémon. Kobalt. Ja, der wird den Brave Road einfach killen, wahrscheinlich, ne? Aber at this point ist es ja egal, du hast einen Fire Punch, du outspeedst ihn hundertprozentig und du hast einen Sub. Ja. Der kann dich nicht killen jetzt, in keiner Welt. Du hast einen Sub. Ja, Fire Punch, schau drauf. Kann nichts passieren, gerade. Und wenn er jetzt mehr als Half-Life macht, selbst wenn er jetzt der Sub bricht, ist es egal. Ja, mehr als Half-Life. C2B. Besser. Ja, jetzt würde ich nicht riskieren, das als Freund. Obwohl, der macht sich Kriegsschussschaden, ne? Wie viel Damage machst du dir damit? Weiß ich nicht. Naja, Spellfeld macht Kriegsschussschaden, wie viel? Wenig. Gar nichts. Okay, auf den Bravebird. Wo gehst du hin? Auf Bravebird. Kriegt ein Pokémon Rückschussschaden, wenn ich protecte? Ich glaube nicht, aber man kann es versuchen, Alter. Ich meine, mehr, also es ist nur eine Runde, die mehr verbaut, ist ja egal an sich. Wenn er jetzt Schaden bekommt, ist gut. Und dann kannst du ihn killen. Krieg ich ja nicht, okay. Nee. Geh mal auf Pokémon. Tja, dann Brainfurt. Aber warte mal. Stopp mal. Ich kann noch einen Sub raushauen. Der greift ja den Zap an, zerstört den und kriegt nochmal Rückstoßschaden. Ja, sehr genau, ja, stimmt. Leben am Limit! Da krieg ich auch so wenig Damage dadurch, ne? Das aber wenn du eine Low Wall bekommst, das ist so belastend. Ich weiß nicht, ob du nochmal, ob du sogar nochmal Dings machen solltest. Nochmal Sub. Funktioniert denn jetzt nochmal Sub? Ja, 25%, ne? Das wird dadurch Damage. Das heißt, du hast 100, du verlierst 50 KP. Okay. Mach ich. Die hat keine First Attack, nein. Und jetzt killst du ihn mit einem Fire Punch auf jeden Fall. Ja, vorher weiß ich, wenn das ein Low Wall gewesen wäre oder so, wäre so unsicher gewesen, ne? Wenn er nicht gekillt hätte vorher, ne? Jetzt stimmt vor, der wäre daneben gegangen, die Attacke. Alter.
Also Hardcore Bitter gewesen. Mhm. So, letzte Pokémon. Toxicroak, ne? Glaube ich. Ja, da musst Toxicroak. Den wirst du niemals killen, niemals One-Shot killen jetzt mit. Voll, der kann bestimmt eine Sucker Punch oder so. Da musst du rausgehen auf jeden Fall. Auf wen? Also, was macht der? Gift, Kampf, Erdbeben, Sucker Punch. Erdbeben wäre das Schlimmste generell für deine Pokémon. Ich würde auf Venusaur gehen. Dieser Floor, Leech Seed. Ja, Bissaflor und Leech Seed. Ja. Der hat Cross Shop. Ja, wird resistet. Scheiß was drauf. Ja, Leech Seed. Oder Sleep Powder, eins von beiden. Sag du. Warum kennst du nicht? Ja, mach Leech Seed. Leech Seed, sicher. Ja. Okay. Shaki macht doppelt die Top 4. Ja. Poison ist noch neutral, aber ich fehl der Match mal. Du recoverst, jetzt machst du Sleep Powder. Ich bin wieder ganz entspannt runtergestallt. Sucker Punch! Oh! Das hab ich gedacht eben, das Sucker Punch wegen bei Logok mit angefällt ist. Ja. Sehr schön. Kann ich doch trotzdem mehr Schaden machen, ne? Fällt mir gerade so ein. Was? Ist was wahrscheinlich trotzdem mehr Schaden als Energieball. Das ist ja Energie, das ist ja. Ball ist 90er stärker, ne? Ja, aber Energieball ist nicht sehr effektiv. Ja, das Slush Mob auch. Slush Mob auch. Gift auf Gift. Also ist beides gleich stark. Kannst du gerne Slush Mob mitmachen, wenn du es mir nicht glaubst, also wie du willst. So. Und wer es nicht sieht, Damage drauf da. Jetzt bist du sehr tot. Danke. Oh mein Gott. Okay. Ganz souverän, gut geplant, durch die Liga mit unglaublich viel Unluck gerade. Also, to be honest, dreimal eine Vergiftung durch die Angststrengschutz zu bekommen, das ist schon unlucky. Ne? Weil ich glaube, fünf oder sechs Angriffe davon oder so, das ist schon unlucky, muss man ja sagen. Aber ja, ich habe so viel geschummelt und ich konnte dich trotzdem nicht besiegen. Oh Mann, und du hast nur ein Pokémon gebraucht. Ich hab nur Schiffswort. Und der ist noch bei Full Life sogar noch. Ja, nice, der Kampf auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal und tüdelü. Tüdelü.